wir sind jetzt gerade in Belmopan angekommen. Sind auf der Suche nach unserem Hotel. Es ist schön warm, die Sonne brennt runter und wir gehen gerade an der Autobahn entlang. So, wir sind jetzt in der Unterkunft in Belmopan angekommen und es ist jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich keine Luxusunterkunft, aber das sind wir mittlerweile gewohnt, sondern wir haben jetzt eine Unterkunft ohne Schimmel, mit Klimaanlage, zwei Betten, ein Bett ist zu klein für uns zwei irgendwie, das sind nur so 80 cm Betten, aber super freundlich hier in Belmopan, ist schon mal besser als auf Kikorka. Wir sind jetzt in Belmopan und gehen ins Belize Bird Rescue Center. Die sammeln Vögel ein, die verletzt sind oder die auch in Privathand gehalten wurden und sorgen dafür, dass es denen wieder gut geht und wildern die wieder aus. Das ist ein cooles Projekt und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen jetzt hier gerade so an einer Hauptstraße entlang. Was hier echt seltsam ist, dass so wenig los ist. Die Stadt ist ja eigentlich für bis zu 40.000 Einwohner ausgelegt. Also die Fläche ist riesig, aber es wohnen nur 20.000 hier. Also hat nicht so ganz funktioniert, die Hauptstadt von Belize City nach Belmopan zu verlegen. Die Regierung ist hier, aber das war's dann auch. Wir haben jetzt direkt an der Straße einen riesigen Ameisenhaufen gefunden mit Blattschneiderameisen. Überall findet man Highways, wie sie ihre Blätter ins Netz tragen und weiter ausbauen. Ist echt richtig fett, wenn man da zuguckt. Also, der Weg zieht sich. Erst an der Hauptstraße entlang, jetzt irgendwie seit 10 Minuten Schotterweg. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist. Vermutlich im Dschungel. Wir sind jetzt gerade erst in den Park hier reingegangen. So einen richtigen Empfang haben wir noch nicht gefunden. Hier geht es jetzt erstmal so einen Weg hinter. Und links von uns sind schon ganz viele Volieren und es zwitschert. Das ist der Wahnsinn. Aras. Ja. Okay. Fangen wir jetzt etwas kurios. Uns kamen gerade zwei knurrende Hunde entgegen. Aber nachdem wir dann stehen geblieben sind, wurden unsere Hände abgeschlabbert. Ich glaube, sie sind nicht so schlimm. Die Bird Rescue Station, in der wir jetzt gerade sind, ist offiziell nicht für Besucher geöffnet. Es ist aber so, dass es hier 8 Ferienwohnungen gibt, die dazu gehören. Und das Geld, das daraus erwirtschaftet wird, das fließt direkt quasi in den Erhalt der Vögel und in den Erhalt der Station hier und finanziert die mit. Das heißt, wenn jemand von euch in Belize in der Gegend ist, schaut es euch an, kommt her, wohnt hier in den Wohnungen, das ist super. Hier hinten sind Tukans, die leider verletzt wurden und nicht mehr in die Natur rausgelassen werden können. Und die gucken wir uns jetzt mal an. So, der Kleine, der hier auf der Platte sitzt, auf der linken Seite, der wurde leider ohne Füße geboren. Und er kann zwar fliegen, aber er kann sich nicht abstoßen vom Boden. Deswegen lebt er leider hier. Hinter mir in der Anlage seht ihr einen Rotfußtölpel. Der Rotfußtölpel ist eine der Hauptattraktionen, würde ich jetzt mal sagen, der Galapagos-Inseln und dieser Regionen. Hier könnt ihr momentan tatsächlich noch einen live bewundern. Toller Vogel. Relativ seltene Art. Der ist einfach zu zahm, um ihn auszuwildern. Er kann nicht richtig fliegen, er fliegt ein Stückchen weit, er sucht die Nähe zum Menschen. Es ist das Ziel momentan für ihn, eine Bleibe auf Dauer zu finden, dass er einfach ein glückliches Leben hat, dass er auch vielleicht unter menschlicher Aufsicht sicher ist, aber trotzdem halbwegs frei leben kann. Er mag mich nicht. Wir werden keine Freunde mehr. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er was gegen deine Hose hat. Wir werden keine Freunde mehr. Keine Ahnung warum. Wir haben nichts getan. Der aggressive Kerl, der hier vor uns sitzt, der wurde schon als Küken von Leuten aus dem Wald genommen und ist dann bei Leuten aufgewachsen und er versteht einfach nicht so ganz, dass er ein Vogel ist und Menschen Menschen sind und hat natürlich jetzt ein viel natürliches Verhalten. Das meiste Futter für die Vögel wird auch direkt hier angebaut. Hier stehen Orangenbäume und andere fruchttragende Bäume, weil das also mehr oder weniger komplett auf Spenden getragen wird. Seit kurzem gibt es auch ein Gästehaus hier, das man mieten kann. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, dann im Belmopan unterkommen und im Bird Rescue. Hier gibt es 8 Zimmer und man kann auch direkt schwimmen im Fluss. Also richtig cool.
Oder bei denen erkennt man richtig an der Farbe das Gefieder, dass das ihnen richtig gut geht. Das ist jetzt auch das Gehege, das wieder bald freigelassen wird. Und ja, es ist echt toll. Mit den Vögeln hinter mir soll man nicht sprechen, denn sprechende Vögel sind nicht natürlich und sprechende Vögel kommen auch in der Natur nicht so gut klar. Deswegen darf ich jetzt zwar mit euch sprechen, aber mit denen da sage ich lieber nichts. Der junge Kerl hinter mir ist ein Pelikan aus irgendwo Nordamerika, wahrscheinlich aus Kanada oder den USA. Und er ist zusammen mit seinen Eltern hierher geflogen ins Winterquartier. Und was genau passiert ist, ist unklar. Aber er hat dabei die Flügelspitzen verloren und kann jetzt nicht mehr fliegen, bis die Flügelspitzen nachgewachsen sind. Deswegen bleibt er jetzt hier, bis er wieder komplett flugfähig ist. Und dann darf er auch wieder raus und darf wieder zurückfliegen und wird wieder in eine Gruppe integriert. Wir haben uns jetzt die Führung hier, die Dame hat uns jetzt den Park gezeigt, ist echt sehr interessant. Und mich verfolgt seit geraumer Zeit so ein Vogel, der mag mich nicht. Das ist der Kerl. Er verfolgt mich, er hat mich auch schon angegriffen. Ich habe ihm nichts getan. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie haben wir persönliche Indifferenzen. Vögel wie die hinter mir sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, warum man Papageien nicht alleine halten sollte und warum man Papageien auch nicht auf zu engem Raum oder überhaupt als Privatperson halten sollte. Ich kann euch noch mal kurz ein paar zeigen, ein paar Exemplare, die gerade frisch konfisziert wurden. Diese Vögel waren 20 Jahre in Gefangenschaft. Die haben jetzt noch 50, 70 Jahre Leben vor sich, aber werden nicht fliegen, werden nicht ausgebildet werden können, weil sie einfach zu zahm sind, weil sie sich in der Gefangenschaft gegenseitig sämtliche Federn ausgepickt haben oder weil sie einfach total unfähig sind, sich in der Freiheit zurechtzufinden. Viele von ihnen haben auch degenerative Knochenerkrankungen, Arthritis, Glasknochen. Die Vögel, die sind Pflegefälle und das einfach nur, weil sich Leute Vögel angeschafft haben, die sich damit einfach nicht auskennen. Die ihr jetzt gerade gesehen habt, die hat einen Zöllengenossen gehabt in Gefangenschaft, mit dem sie sich nicht verstanden hat. Die haben sich gegenseitig die Federn ausgepickt. Sie ist inzwischen auch so gut wie blind, weil sie einfach einen Vitamin-A-Abmangel hatte durch die schlechte Ernährung. Und die Federn werden auch nicht mehr nachwachsen. Der Vogel wird wahrscheinlich auch nie wieder was sehen. Und so einen Vogel, den kannst du nicht mehr in die Freiheit entlassen. Für solche Vögel musst du schauen, dass du einen guten Endplatz findest, wo sie quasi ihren Abendbrot kriegen. Und das, obwohl sie eigentlich noch Jungtiere sind. Das ist Laura. Laura wurde in einem Hühnerkäfig gehalten und hat ihr ganzes Leben auf Zaun verbracht. Dadurch hat sie auch eine Zehe verloren. Und ihre Federn sind so geschädigt, dass sie leider nicht mehr fliegen kann und dass auch keine neuen mehr nachwachsen. Allerdings ist Laura ein kleiner Dickkopf mit gelbem Kopf und das sind meistens etwas nicht so zahme Zeitgenossen. Das ist mein Verfolger. Er gibt nicht nach. Er verfolgt mich überall hin. Ja, ich weiß nicht, was er will. Jetzt haben wir auch noch einen Fluss gefunden, der hier auch noch vorbeifließt. Gehört auch noch hier dazu. Der ist auch relativ tief und der schaut auch so sauber aus. Hier kann man bestimmt auch super baden. Also, wo haben wir ein anderes Hotel? Da
Das hier ist nicht mein Freund. Der hasst mich. Also wir sind jetzt gerade wieder zurück in Belmopan bei unserem Hotel. Sie waren jetzt sogar noch so lieb und haben uns zurückgefahren, obwohl wir, sie sich jetzt sogar den ganzen Nachmittag für uns Zeit genommen haben. Richtig cool. Das Belize Bird Rescue Center ist eine private Institution. Nikki und Sherry sind eigentlich Briten und sind vor 15 Jahren hierher ausgewandert und haben dann eben schnell festgestellt, dass hier viele Vögel aus echt schlechten Haltungsbedingungen sind und haben dann auch mal mit zuständigen Behörden geredet und die haben eben gesagt, wir können nichts machen, weil wenn wir die Vögel beschlagnahmen, was machen wir dann mit denen? Es gab einfach keinen Platz zu dieser Zeit. Und die beiden kommen eigentlich auch vollkommen ohne einen Hintergrund als Veterinäre oder Biologen und kamen dann eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind und haben gesagt, naja, wenn es keiner macht, dann wir nehmen halt einfach mal welche. Und dann wurden ihnen immer mehr Vögel gebracht und daraus ist diese ganze Institution entstanden. Und inzwischen ist es eben ein gemeinnütziger Verein und das ist Wahnsinn. Die haben momentan 150 Vögel da, wie viele hundert die schon ausgewildert haben. Die machen halt echt eine gute Sache und kriegen da auch regelmäßig einfach die verwahrlosten Vögel rein. Wenn ihr ihnen also helfen wollt, lasst eine kleine Spende da. Wenn es nur mal ein Euro ist, ist denen auch schon geholfen. Und wenn ihr es auch mit eigenen Augen sehen wollt, es gibt Ferienapartments mitten im Grünen. Ist es auch nicht schlimm, wenn ihr weg seid von Belmopan City direkt. Also es ist jetzt ein bisschen ab vom Schuss, aber hier gibt es nicht so viel zu sehen. Und sie fahren euch auch, wenn es in die Stadt rein. Ich kann es jedem nur empfehlen.